Praia Duba ist ein Tier, eine Qualle, aber keine normale Qualle, sondern eine Staatsqualle, die eine Größe haben kann bis zu 50 Metern, in der Tiefsee lebt. Das ist Praia Duba. Fand ich als Idee ganz interessant. Eine Qualle, die bis zu 50 Meter groß werden kann, hunderte von verschiedenen Tentakeln hat und die auf der anderen Seite zerbricht in tausende von Einzelteile, wenn man sie fangen würde. Das hat mich gereizt. Also plötzlich dachte ich, das ist wie ein Klang, der sich bewegt und verändert, im Raum steht, fließt, sich ausbreitet, zusammenzieht, gestaucht wird. Das war so die Transformation dieses Bildes. Praia Duba ist im Untertitel Esbjörn Svensson gewidmet, einem Jazzmusiker, einem Schwedischen. Leider ist Esbjörn Svensson vor einigen Jahren gestorben, im Alter von nur 44 Jahren. Die Musik von ihm finde ich unglaublich frisch und offen. Ich würde das Wort ganzheitlich eigentlich nehmen, also jemand, der nicht trennt, der nicht ausgrenzt und der letztlich auch Dinge nicht gegeneinander ausspielt, wie es oft in der Musik passiert, sondern der im Fluss ist, auch Heterogenes zusammenführt. Das hat mich also auch ästhetisch stark an Esbjörn Svenssons Musik interessiert und begeistert. Und für mich war das einer der Gründe, diesem Musiker das Stück zu widmen. Praia Duba ist Bernd Frankes jüngstes Orchesterwerk. Der Jazzpianist Esbjörn Svensson durchdringt die gesamte Komposition als Widmungsträger, Inspirationsquelle und sozusagen als Tongenerator. Aus den Buchstaben des Namens Esbjörn Svensson leitet Franke das Kernmaterial der Orchestervariationen ab, eine Sechstonreihe. Der Name wird Klang, der Klang wird Thema, das Thema wird Form. Peu à peu entwickelt Franke musikalische Gestalt, baut Klangskulpturen auf, um sie bald wieder einzureißen. Durch aleatorische und metrische Freiheiten, die einzelnen Orchestergruppen zugestanden werden. Ich versuche, das Orchester nicht zu zerstören, sondern von innen herauf aufzulösen und neu aufzubauen. Dass man das Orchester rein auch von der Sozialhierarchie her anders betrachtet, auch dem Dirigenten nicht mehr als jemand, der die große Performance abliefert, sondern jemand, der wirklich das Orchester lenkt, leitet, aber eben auch auf eine basisdemokratische Art. Also das ist für mich auch etwas, was ich in außereuropäischen Kulturen beobachtet habe. Bernd Franke unternimmt seit vielen Jahren ausgedehnte Reisen durch Südostasien. In den dortigen Orchestern und Ensembles fällt ihm das völlig andere Sozialgefüge auf. Nicht der Diktator am Pult bestimmt allein das Geschehen. Stattdessen ist die Kommunikation der Ensemblemitglieder durch Blickkontakt, Zeichen etc. intensiver. Improvisatorische Ausflüge sind selbstverständlich. Derartige Freiräume für die Interpreten finden sich auch bei Franke. Er gesteht ihnen Seitensprünge auf vorgezeichneten Wegen zu. Das zur Verfügung stehende Material ist eingegrenzt, der Zufall somit kanalisiert. Die Reduktion des Materials durchzieht die meisten Arbeiten Frankes. Das Klangergebnis ist dennoch komplex. Auch dies steht im Zusammenhang mit Aleatorik. Franke entwickelt zunächst einfache Texturen und überlässt den Interpreten phasenweise, wann und wie sie das Material einsetzen. Jede Aufführung bzw. Probe unterscheidet sich also graduell von jeder anderen. Durch die Verschiebung der Einsätze entsteht das akustische Pendant zu einem Moiré-Effekt. Zeigt man zum Beispiel das Raster eines karierten Sakkos im ebenfalls gerasterten Fernsehbild, resultieren daraus komplexere, zum Teil unkontrollierbare Muster. Ähnlich kommen die Klangresultate bei Franke zustande. Das ist einmal das Chaotische, das Undefinierbare oder auch das Unkontrollierbare. Auf der anderen Seite eben auch Ordnungsprinzipien, Systeme. Und diese beiden Gegenpole balancieren sich meiner Technik auch aus, dass die Komplexität, aber halt auch das Unkontrollierbare hineinnehme und auf der anderen Seite halt auch die Dinge überblende. Vom Visuellen gesehen, so als ob ich eine Folie habe, die ich kopiere, übereinander lege und leicht verschiebe. Dadurch entsteht so etwas wie eine Art Parallelwelt, die sich immer wieder weiter verschiebt oder entwickelt. Das gehört zu den Geheimnissen der Musik Bernd Frankes. Sie hat sich trotz aller Komplexität, aufgrund der reduzierten, also überschaubaren Materialbasis, eine Fasslichkeit bewahrt. Frankes Musiksprache zielt auf Unmittelbarkeit, hält aber auch einer langen Auseinandersetzung stand.
Der Komponist kommuniziert über verschiedenste Zugangskanäle. Seine Musik verweigert sich aber den Zugriff über allzu bildhafte Vorstellungen. Prajadubia ist keine vertonte Riesenstaatsqualle. Die Vorstellung dieses Meerestiers ist vielmehr der Schlüssel zu diversen Aggregatzuständen eines Klangs. Prajadubia fließt, verfestigt sich, zerfällt alsbald wieder oder sublimiert in Klangwolken. Prajadubia steht zudem für verschiedene Bewegungsformen. Klänge werden aufgefächert und ziehen sich wieder zusammen, verdichten sich. Und Prajadubia symbolisiert das Mystische im Realen, die unbegreifliche, aber spürbare Kraft der Natur.
Praia Dubia, benannt nach der gleichnamigen Riesenstaatsqualle, uraufgeführt im Mai dieses Jahres vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Lukas Fies. Auflösung, Dekonstruktion, das sind ähnlich wie bei Praia Dubia auch prägende Merkmale des ersten großen Zyklus von Bernd Franke. Solo X-Fach heißt er, ein Work in Progress mit zahlreichen Modulen. Franke hat eigens ein Ensemble Solo X-Fach gegründet, führt aber die Definition des Ensembles und der Kammermusik an ihre Grenzen bzw. löst sie ganz auf. Zwar agieren Musiker synchron, ihr Tun wird indessen nicht durch eine Partitur koordiniert, sondern durch eine Stoppuhr. Es existieren nur Einzelstimmen. Der Gruppencharakter des Ensembles wird durch umherwandernde Musiker gesprengt. Jeder Akteur wird als Solist betrachtet, der allein für seinen Part verantwortlich ist. Auf die anderen zu hören, gehört explizit nicht zu seinen Aufgaben. Das Maß an Proben wird bewusst gering gehalten. Ein Abschied von der virtuos auftrumpfenden Selbstdarstellung des Solisten. Ein Abschied auch von bewusster spielerischer Interaktion. Solo X-Fach ist musikalischer Ausdruck der Ungebundenheit, aber auch der Entfremdung. Die Musiker wissen nicht genau, was macht der Gegenüber. Es gibt keine Partitur. Der Gegenüber spielt etwas und reagiert quasi, weil ich habe das gleiche Material oder ähnliches Material, analoge Strukturen, aber es wird bei jeder Aufführung, jeder Probe ein bisschen anders sein. Und da möchte ich gern stärker hin auch zum freien Spiel oder halt auch zum unkontrollierbaren oder nicht genau beherrschbaren. Das Einbeziehen des Unkontrollierbaren, des Nicht-Beherrschbaren ist eine Reaktion auf europäisches, insbesondere aber deutsches Denken in Hierarchien und Systemen. Franke zersetzt überkommene Ordnungsprinzipien durch anarchistisch-chaotische Strukturen. Solo X-Fach ist ein Experiment an der Schnittstelle zwischen Kunst und Soziologie, inspiriert von Joseph Beuys erweitertem Kunstbegriff und seinen Thesen zur sozialen Plastik. Kunst beginne bereits mit jenem menschlichen Handeln, das auf das Wohl der Gemeinschaft abzielt, auf das Formen, das Plastizieren der Gesellschaft. Bernd Frankes musiksoziologisches Projekt Solo X-Fach thematisiert zwei scheinbar gegensätzliche Entwicklungen. Einerseits die zunehmende Vereinzelung, die sich in der Anweisung an die Musiker niederschlägt, quasi autistisch zu agieren. Andererseits die zunehmende Vernetzung. Jedes der Solo-X-Fachstücke ist mit jedem kombinierbar und simultan aufführbar. Hinter dem Experiment Solo-X-Fach und vielen weiteren Arbeiten Frankes steht eine Beobachtung. Alles steht mit allem in Beziehung, ob wir wollen oder nicht. Auch dies eine Erkenntnis, die aus Frankes zahlreichen Asienreisen resultiert. Also das, was in Indien passiert oder das, was in Japan passiert, wie zum Beispiel auch in Fukushima, berührt uns auch. Das hat Auswirkungen konkret auf Europa und auf die westliche Welt. Und was wir machen, hat Auswirkungen wiederum auf die indische oder chinesische Entwicklung oder die afrikanische. Also es gibt einfach enorme gesellschaftliche und auch ökonomische und ökologische Wechselwirkungen. Und ich glaube, das berührt einen Künstler auch. Und das spiegelt sich natürlich auch bewusst und unbewusst in der Musik wieder. Zum Experiment gehört der Plan, alle bisherigen Solo-X-Fach-Versionen, die sich aus demselben Kernmaterial speisen, zusammenzuschalten und simultan aufzuführen. Ein Schlusspunkt dieses Projekts steht nicht in Aussicht. Solo-X-Fach ist als Work in Progress angelegt. Den Ausgangspunkt indessen hat Bernd Franke in einem Klaviersolo ausformuliert, der Zuspitzung der Vereinzelung. In Annäherung für Klaviersolo speist sich aus der Klavierstimme von Solo zweifach, ist also Ensemblemusik auf Solo-Format komprimiert.
Der Pianist Uli Wieget in einem Live-Mitschnitt von den 42. Internationalen Ferienkursen für Neue Musik Darmstadt. In Annäherung ist eine Bearbeitung für Klavier Solo des Stücks Solo Zweifach für Oboe und Klavier. Der Zyklus Solo X-Fach ist für kleinere Besetzungen angelegt. Bernd Franke hat die Ideen und Strukturen dieser Reihe aber auch auf die Dimensionen des Orchesters übertragen, in dem Zyklus Cut. Cut, dieser schlagkräftige Titel, ist Synonym für Hieb, Stich, Wunde, Spalt, Schnitt. Eine Musik, die Parallelen zu den Arbeiten eines bildenden Künstlers aufweist, den zerschnittenen Bildern von Lucio Fontana, der als Leinwandschlitzer in die Kunstgeschichte eingegangen ist. Ein Angriff auf die Grundlage bildender Kunst, eben die Leinwand, ohne diese gänzlich zu zerstören. Die Schnitte sind Spuren sich entladender, hochkonzentrierter Energie, schnell, fast schmerzhaft intensiv und unaufhaltsam. So verhält es sich auch mit den Cuts von Bernd Franke. Tatsächlich gehen von seiner Musik motorische Impulse aus, die physisch ergreifen können. Das liegt im Gestencharakter vieler Motive begründet, eng umrissene, kompakte, insofern fassbare musikalische Gebilde mit hohem Aufmerksamkeitswert. Sozusagen Ankerpunkte in der Flut musikalischer Informationen. Dass Frankes Musik den Hörer nicht nur über den Kopf erreichen will, sondern über den ganzen Körper, ist Absicht. Wir haben leider gelernt, alles zu sezieren und alles auch oft gegeneinander auszugrenzen. Die Ästhetik der letzten 100 Jahre ist die Ästhetik der Ab- und Ausgrenzung. Dass wir sagen, das eine geht, das andere geht nicht. Wir komponieren mit dem Kopf, aber der Körper hat mit dem Kopf nichts zu tun. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern wir sind als Menschen ein Organismus, ein ganzheitlicher Organismus. Und es gehört alles dazu. Der Kopf ist ständig in Wechselbeziehung zum Körper und zu den Gliedmaßen und auch zur Seele. Cut 1 ist dem Regisseur Manfred Wenninger gewidmet, Cut 2 dem Religionsphilosophen Jean Guiton, Cut 3 dem Germanisten und Diplomaten Eduard Goldstücker. Wie bei Praia Dubia hat Bernd Franke aus den Namen der Widmungsträger Intervalle abgeleitet, verwendet sie als kompositorische Zellen, konstruiert modale Linien. Auch in der Cut-Partitur ist nicht alles fixiert. Bestimmte Abschnitte sind, wie so häufig bei Franke, aleatorisch angelegt. Der Tonvorrat ist zwar ausnotiert, aber bewusst vom Dirigat abgekoppelt. Eine musikalische Unschärfe, die von der Unschärferelation des Physikers Werner Heisenberg inspiriert ist, die aber auch an Strukturen der bildenden Kunst anknüpft. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass man ein abstraktes Bild hat in einer ziemlich klar gemalten Kontur oder einer traditionellen Technik und plötzlich legt man das Bild auf die Erde und es kommt ein Jackson Pollock und macht halt seine Tropfen dazu und die sind zufällig entstanden. Also es gibt zum Beispiel halt bestimmte Linien, bestimmte Akkorde, bestimmte Klänge, die quasi geplant sind wie ein Gerüst eines Hauses und plötzlich entstehen dort zulässige Konstellationen, die eher chaotisch wirken. Also die passen erstmal nicht so direkt zusammen. Die tragenden Wände jedenfalls stehen. Die Konstruktion ist dennoch mobil. Die drei Zimmer des Hauses können nebeneinander aufgebaut oder gestapelt werden, sprich die Sätze können sukzessive gespielt werden oder übereinander geschichtet in einer Simultanversion. Der Zyklus ist in einer Art Baukastensystem konstruiert. Ein Cut durch den Orchesterblock, eine Absage an die Romantik. Ich schließe quasi das 19. Jahrhundert aus, weil ich das 19. Jahrhundert einfach für abgeschlossen und für nicht innovationsfähig halte, um Impulse zu geben für die neue Musik. Also ich denke, für mich ist es im Moment wichtig, eher zu reduzieren und zu hinterfragen, was ja schon fast für mich eine Philosophie in meiner Arbeit ist, eher auch erstmal zu zerbrechen und nicht etwas zu wiederholen. Bernd Franke zersetzt nicht nur den Mikrokosmos der Einzelstücke, sondern löst auch die Großform, den Makrokosmos auf und montiert neu. Cut 1, 2 und 3 verschränkt er ausgesprochen geschickt in der Simultanversion.
Hierbei beginnen und enden die Sätze nicht gleichzeitig, sondern sind verschachtelt angeordnet. Und zwar so, dass komplementär gearbeitete Abschnitte sich perfekt ergänzen, regelrecht in ihr jeweiliges Gegenstück einrasten. So entsteht aus dem reduzierten Material der Einzelsätze eine außerordentlich feine und dichte Textur. Jetzt erst fällt auf, dass die autark funktionierenden Sätze in so vielfacher Hinsicht in Beziehung zueinander stehen. Motive aus dem einen korrespondieren mit Elementen der anderen Sätze. Die teils sperrigen Instrumentationen verschmelzen. Cut 1 bis 3 verbinden sich zu unerwarteter Intensität. Die Wirkung ist frappierend. Die Dekonstruktion und Rekonstruktion des Orchesters, ein architektonisches Glanzstück. Cut 1, 2 und 3 in der Simultanversion, eingespielt vom European Music Project unter der Leitung von Johannes Rieger. Cut 1 bis 3, eingespielt vom Ensemble European Music Project. Die Leitung hatte Johannes Rieger. Den Cut-Zyklus führt Bernd Franke über Jahre hinweg fort. Auch die folgenden Stücke sind einzeln oder in Gruppen simultan aufführbar. Mittlerweile hat Franke 11 Cut-Stücke komponiert. Die Sätze Cut 9 bis 11 sind ein Auftragswerk der Tonhalle Düsseldorf. Anlässlich des Schumann-Jahres 2010 fragt der Generalmusikdirektor der Düsseldorfer Symphoniker Andrei Borejko bei Franke an, ob der Komponist nicht die Cut-Reihe fortsetzen könne.
Ausgerechnet jenen Zyklus also, der zunächst als entschiedene Absage an die Romantik formuliert war. Franke sagt zu. Ich glaube, es ist auch eine Chance für die Musiklandschaft und das Orchester, dass man auch merkt, die lebenden Komponisten, die zeitgenössischen, haben keine Angst vor der Tradition. Das sehe ich anders als vor 10 Jahren. Das ist, glaube ich, auch mittlerweile notwendig, dass man sich auf seine Tradition positiv besinnt und einfach abklopft, was kann ich denn damit anfangen? Bernd Franke hat mittlerweile mehrere Orchesterstücke mit Romantikbezug komponiert. Für die Malerfestspiele im Südtiroler Toblach, dem Ort also, in dem bis heute Gustav Mahlers Komponierhütte steht, schreibt Franke Approaching Mahler, eine Fanfare, mit der seither alljährlich die Festspiele eingeleitet werden. Für die Stuttgarter Philharmoniker komponiert er das Stück The Way Down is the Way Up Nummer 2 mit motivischen Bezügen zu Richard Wagner. Wie kommt es zu dem Umschwung, das 19. Jahrhundert zunächst als nicht innovationsfähig zu kommentieren, später sich aber so intensiv der Romantik zuzuwenden? Den Werkbegriff der Romantik, die Orchesterhierarchie, hält Franke nach wie vor für überholt. Voraussetzung für das Überwinden derartiger Altlasten ist die kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Mittlerweile ist aber auch das 20. Jahrhundert Musikgeschichte. Auch dieser Zeitabschnitt gehört auf den Prüfstand. Müssen Maximen, Kriterien, die vor dem gesellschaftlichen Kontext der Nachkriegszeit entstanden sind, für alle Zeiten gelten? So problematisch es ist, dass der heutige Konzertbetrieb, seine Rituale nach wie vor vom 19. Jahrhundert geprägt sind, so problematisch sind für Franke die Dogmen und Verhärtungen des 20. Jahrhunderts. Das Problem ist natürlich, dass auch gerade in der neuen Musikszene einfach immer wieder mit Feindbildern gearbeitet wurde, dass man gesagt hat, also wir grenzen aus. Aber die Zeit hat sich ganz anders weiterentwickelt, dass man durch dieses pluralistische Nebeneinander und also auch das gleichberechtigte Nebeneinander das ganz anders wahrnimmt. Also die Wissenschaftler und ein Teil der neuen Musikszene hinken dem international mächtig hinterher, also besonders in Deutschland. Und das empfinde ich halt als ein ziemliches Problem. Das Prinzip der mobilen Bauweise hat Franke auch in den späten Cuts beibehalten. Cut 9, 10 und 11 sind also sowohl als Einzelsätze tragfähig, aber auch simultan aufführbar. Die Architektur ist sorgfältig geplant. Cut 9 und 11 bieten sozusagen den Boden, sind ein bzw. Ausleitung für das Mittelstück Cut 10. Die Anordnung der drei Sätze ist Sinnbild für die Dreiecksbeziehung zwischen den Akteuren Robert und Clara Schumann und Johannes Brahms.
Ein Auftragswerk der Tonhalle Düsseldorf. Cut 9 bis 11 ist im Rahmen des Schumann-Jahres 2010 uraufgeführt worden. Das war ein Ausschnitt aus Cut 9. Bernd Frankes Musikbegriff ist geprägt von Offenheit. Ganzheitlichkeit ist eine der zentralen Vokabeln des Komponisten. Er grenzt nicht aus, sondern führt zusammen. Ein Ergebnis seiner kosmopolitischen Orientierung. Franke war längere Zeit zu Studienaufenthalten in den USA und hat dort eine für ihn ungewöhnlich ausgeprägte Toleranz erlebt und einen deutlich spielerischeren und unprätentiöseren Umgang mit Kunst und Musik als in Deutschland. Mindestens ebenso bedeutend Frankes Asienreisen, die sich unter anderem in der Infragestellung hiesiger Hierarchien bemerkbar machen, die sich aber auch im Verständnis von Tonsystemen niederschlagen. Sie sind für Franke eben nicht nur Materialbasis, kein bloßer Tonvorrat, sondern Grundlage zum Bauen von Atmosphäre. Etwas, das in anderen Kulturkreisen nie getrennt wird. Man strebt, so Franke, einen Charakter eines Stückes an, setzt die Ratio ein, um ihn zu steuern. Am Anfang aber steht die Emotion. Das Problem, was ich sehe, dass wir in unserem Kulturkreis in den letzten 100 Jahren, dass sich die Balance verschoben hat zwischen Ratio und Emotio und dass wir halt doch sehr stark von der konstruierten Musik ausgehen und oft nicht, also bemerke das oder höre das bei vielen Stücken, gerade in der zeitgenössischen neuen Musikszene, dass Komponisten ihre Musik nicht vorher gehört haben, sondern sie am Reißbrett vorbereitet und aufgezeichnet wurde und man nicht diese Musik vorher war, also fühlt. Also die Balancen haben sich meiner Meinung nach einfach zu sehr verschoben in eine Richtung. Bernd Franke hat einen Gegenentwurf entwickelt zur Vorbereitung am Reißbrett. Steht die Grundidee fest, benutzt Franke über lange Phasen nur ein Instrument, um Strukturen und Klänge auszuarbeiten, seinen Kopf. Es ist kein Konstruieren mit dem Stift in der Hand, sondern eher ein innerliches Heranreifen. Wie eine Schwangerschaft. Ich habe das Stück in mir drin und das Stück wird immer klarer im Laufe der Monate. Ich lege mich wirklich dann manchmal hin, eine Stunde oder so, und dann höre ich mir das Stück ein paar Mal an. Das mache ich dann mehrere Monate und dann, wenn ich ziemlich genau weiß, wie das Stück klingt, dann schreibe ich es erst auf. Das erreiche ich aber durch quasi Meditation, also durch eine andere Form von Erfühlen. Also ich versuche, geistige Klarheit zu finden über eine emotionale Grundhaltung, die ich habe. Eine Grundhaltung, die weltweit verstanden wird. Frankes Musik wird in ganz Europa aufgeführt, in den USA und in Asien. Eine seiner nächsten Uraufführungen wird im kommenden Jahr im indischen Kalkutta stattfinden. Das innerliche Entwickeln anstelle der Konstruktion am Reißbrett, sprich des Komponierens mit Stift und Notenpapier, hat zwei Auswirkungen. Erstens führt sie zu einem stärker intuitiv-atmosphärischen Komponieren. Prozesse des Unterbewussten können besser einfließen als in einem streng rationalen Schaffensprozess. Und zweitens schützt der Filter des Memorierens Franke vor einem Übermaß an Komplexität. Vor einer Musik also, die hörend nicht mehr nachvollziehbar ist. Problem ist, glaube ich, oft in der neuen Musik, dass es so irrsinnig komplex ist, dass man das nicht mehr hören, man kann es im Unterbewusstsein nicht mehr nachvollziehen. Und das kann ich aber nicht aufschreiben, es fällt mir schwer. Ich kann nur Dinge notieren, die ich selbst höre, selbst wenn sie ziemlich komplex sind. Und dadurch bedingt funktioniert das dann durch das Medium Orchester oder Musiker wiederum zum Publikum. Man kann diese Stücke dann auch relativ schnell irgendwo erfassen oder erfühlen. Und später dann, wenn man will, analysieren, also, weil es ist ja alles klar gearbeitet.